bin Isi von Tintenwelten und ich möchte euch heute einen Kinofilm vorstellen. Am 9. Februar wird nämlich Maurice der Kater in die deutschen Kinos kommen und ich bin schon super gespannt auf diese Verfilmung, denn ich habe auch kürzlich das dazugehörige Buch bzw. die Buchvorlage von Terry Pratchett lesen dürfen. Die heißt auch Maurice der Kater und es ist ein Märchen aus der Scheibenwelt. Die Scheibenwelt ist ja ein Universum, das Terry Pratchett sozusagen geschaffen hat, in dem es ganz, ganz, ganz viele Geschichten und Bücher gibt. Das ist, glaube ich, der 28. Teil und das sagt ja schon einiges aus. Also er hat wirklich sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Und ich möchte euch dementsprechend sowohl etwas über das Buch als auch über den Film berichten. Es lohnt sich auch, bis zum Ende dran zu bleiben, denn es wird wieder ein Gewinnspiel geben. Dieses Buch hat 288 Seiten, hat 4 Sterne von mir bekommen und bei mir als Katzenliebhaberin hat der Titel natürlich direkt eingeschlagen. In diesem Buch geht es um Maurice, der ein Kater ist. Er hat jetzt aus Gründen, die sich noch nicht so ganz erschließen, ein Bewusstsein entwickelt, ebenso wie seine Rattenfreunde. Die sind nämlich jetzt intelligent, sie können jetzt komplexe Gedankengänge verfolgen, sage ich mal. Und seitdem so ist, haben sie halt ein Ziel und sie möchten nämlich ihr eigenes Königreich sozusagen aufbauen. Und Maurice macht sich das Ganze zu nutzen, denn man braucht natürlich für große Ziele auch viel Geld und dementsprechend hat er sich eben mit den Ratten zusammengetan und außerdem auch noch mit einem etwas naiv wirkenden Jungen, der ist Flötenspieler und dieses Gespann zieht jetzt sozusagen von Stadt zu Stadt, löst dort eine Rattenplage aus und beseitigt diese mit dem Flötenspieler Kies und ziehen dabei den Bürgern natürlich einiges an Geld aus der Tasche. Als sie allerdings in das beschauliche Dörfchen Bad Blinz kommen, bemerken sie schnell, dass ihr Plan, der sonst so gut funktioniert, dieses Mal möglicherweise nicht ganz aufgehen wird. Warum und wieso, das wollen sie natürlich herausfinden. Ich fand das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Es ist wirklich skurril und absurd, es ist total humorvoll, teilweise natürlich auch ziemlich sarkastisch, was ich persönlich ja immer sehr, sehr cool finde. Es ist also das Märchen vom Rattenfänger sozusagen neu erzählt. Protagonisten sind auf der einen Seite eben Maurice der Kater, der eben sehr von sich selbst überzeugt ist, der eben auch gleichzeitig versucht, alle um sich herum nach seinen Vorstellungen sozusagen zu manipulieren, was bisher auch ziemlich gut geklappt hat. Und es ist sehr, sehr witzig, seine Gedankengänge zu verfolgen auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch die veränderten Ratten, die jetzt intelligent geworden sind. Die haben vor allen Dingen sehr, sehr coole Namen, wie zum Beispiel gefährliche Bohnen, Pfirsiche, Sonnenbraun, Nahrhaft und so weiter und so fort. Und warum die sich so nennen, das könnt ihr selber nachlesen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr witzig. Jetzt fragt man sich natürlich, Ratten und ein Kater, wie passt das denn zusammen? Aber es ist ja so, dass sie intelligenter wurden und seitdem ist Maurice halt eben sehr darauf bedacht, dass er immer wieder betont, dass er nichts ist, was sprechen kann. Und dann ist natürlich noch mit im Bunde Keith, also der Flötenspieler, der halt die Ratten immer wieder aus der Stadt herauslockt. Er wirkt ein bisschen dümmlich und naiv, er ist sehr zurückhaltend und hinter ihm steckt natürlich auch noch mehr, als man so am Anfang vermuten würde. Und es gibt noch sozusagen eine weitere Protagonistin, die dann relativ am Anfang auch auftritt und das ist Malizia, ein Mädchen, das eben in Bad Blinz wohnt und die nimmt auch großen Anteil an diesem Abenteuer. Und sie ist auch eine sehr, sehr coole Protagonistin. Sie ist nämlich eine Geschichtenerzählerin, also ihr Leben ist im Prinzip ihrer Meinung nach eine Geschichte. Sie spinnt sich da alles Mögliche zusammen, hat eine Tasche, die für alle möglichen Abenteuer gerüstet ist und sie liest super gerne. Also wenn sie Hausarrest bekommt, wird sie aus ihrem Zimmer ausgesperrt, weil sie dann eben nicht mehr Zugang zu ihren Büchern hat. Also sie ist mir sehr sympathisch. Und dementsprechend haben die Charaktere mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und diesen Schreibstil, den Humor und das Ganze drumherum fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann dementsprechend auch im Film umgesetzt sein wird. Also wie gesagt, der Film erscheint am 9. Februar in den deutschen Kinos. Und ich werde euch hier natürlich
das Filmplakat mal einblenden. Ich finde, das ist auch sehr, sehr cool gemacht und sieht einfach schon total vielversprechend aus. Den Trailer verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und auch den finde ich richtig cool. Hab mir den jetzt auch nochmal aktuell angeguckt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Wir haben in dem Film natürlich auch einige namhafte Synchronsprecher. Auf der einen Seite ist das zum Beispiel einmal Bastian Pastewka, der Maurice seine Stimme leiht. Keith wird gesprochen von Jerry Hoffmann und die Ratte Nahhaft von Janine Ullmann. Übrigens habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass das Scheibenwelt-Universum ja riesig ist. Es gibt super viele Bücher dazu und Maurice der Kater ist halt eben eins der wenigen Bücher aus der Reihe, was halt eigenständig zu lesen ist. Also man muss dafür nicht die vorherigen Bücher gelesen haben, um das Ganze zu verstehen. Dementsprechend ist es halt perfekt geeignet für eine Verfilmung. Trotzdem finden sich in dem Film aber laut Produzenten sozusagen zahlreiche Easter Eggs für die anderen Geschichten oder auch andere Charaktere von Terry Pratchett, was ich sehr, sehr cool finde. Ich persönlich muss sagen, dass ich die wahrscheinlich nicht finden werde. Ich kenne nämlich nur dieses eine Buch des Autoren, was auf jeden Fall aber nicht so bleiben soll, denn dieses Buch hat mir echt gut gefallen und ich bin gespannt, was noch so aus seiner Feder entstanden ist und möchte auf jeden Fall noch mehr Bücher von ihm lesen. Die Geschichte ist natürlich sehr fantasievoll, sehr humorvoll, dementsprechend also die perfekte Basis für einen Film für die ganze Familie und für alle Altersklassen. Ich würde sagen, das Buch dahingegen ist nicht unbedingt für Kinder geeignet, weil es halt teilweise schon doch ziemlich blutig wird, es natürlich auch einige Kämpfe gibt. Und gerade deswegen bin ich eben auch sehr gespannt, wie das Ganze dann familienfreundlich umgesetzt wurde. Natürlich ist das Ganze aber auch ziemlich intelligent gemacht und auch ein bisschen, naja, kritisch teilweise, weil die Ratten sich nämlich jetzt dadurch, dass sie eben intelligent geworden sind, sehr, sehr viele Gedanken machen, dass sie halt eben auch ihr Leben und ihre Lebensart überdenken, dass sie halt eben auch gelernt haben, zum Beispiel Werkzeuge oder Waffen zu nutzen und eben auch lesen gelernt haben. Das finde ich sehr, sehr cool. Sie hinterfragen halt auch viele Dinge und kommen dabei auch zu der einen oder anderen Erkenntnis. Natürlich nicht nur die Ratten, sondern auch Maurice. Und ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Es ist also dementsprechend eben ein Buch und wahrscheinlich auch ein Film über Freundschaft, über Zusammenhalt. Und es geht halt eben um die Frage, was richtig und was falsch ist. Und dementsprechend wird das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, was ich natürlich sehr, sehr cool finde. Übrigens habe ich auch noch ein cooles Goodie-Paket bekommen zum Buch und natürlich auch zum Film. Da war natürlich einmal enthalten dieses Buch, wer hätte es sich denken können. Außerdem war das Filmplakat drin, das ich euch wahrscheinlich nicht komplett in die Kamera zeigen kann, aber ich kann es ja mal hier so kurz ein bisschen anteasern. Finde ich sehr, sehr cool, aber ihr habt natürlich das Filmplakat auch eben gerade schon gesehen. Außerdem enthalten waren zwei Kinofreikarten, da freue ich mich schon sehr drauf. Außerdem war dieses coole Lesezeichen drin, finde ich auch richtig schön gemacht mit Maurice auf dem Bücherstapel. Dann waren hier diese temporären Tattoos drin. Die werde ich natürlich jetzt persönlich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich finde es aber trotzdem eine mega coole Idee. Und ein ganz besonderes Goodie, finde ich persönlich, ist auch noch diese Zeitschrift zum Kinofilm. Da sind dann auch noch ein paar coole Goodies drauf, wie zum Beispiel hier dieser Stift oder eben auch die Radiergummi samt Notizblock. Finde ich super cool. Darin sind natürlich noch allerlei Zusatzinformationen zum Film enthalten. Es gibt Rätsel, es gibt Rezepte, es gibt ein Ausmalbild, das Filmposter ist enthalten und auch auf der anderen Seite dann noch ein weiteres Poster, was ich ziemlich cool finde. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, da mal bald ein bisschen drin rumzublättern. An dieser Stelle darf ich wieder etwas an euch verlosen und zwar ist es einmal ein Exemplar der Printausgabe von Maurice der Kater von Terry Pratchett. Dann natürlich zwei Kinofreikarten für den Kinofilm, der, wie ich schon gesagt habe, am 9. Februar erscheinen wird. Und last but not least, dieses wunderbar süße Filmplakat.
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches denn euer liebstes Märchen ist. Ein zweites Los könnt ihr dann übrigens auch noch auf meinem Instagram-Kanal sammeln. Da wird es das Gewinnspiel nämlich auch geben. Wenn ihr da auch noch mal einen Kommentar hinterlasst, hüpft ihr noch ein zweites Mal in den Lostopf. Alle anderen Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in der Infobox. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch Lust auf das Buch und natürlich den Kinofilm machen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!